Sie muss den Menschen dienen, denn wenn eine Wirtschaft nur dafür da ist, Profite hervorzubringen, sich an Kapitalinteressen zu orientieren, dann schadet sie letztlich den langfristigen Interessen aller. Die Wirtschaft ist ein unglaublich großer Bereich, der den Menschen prägt. Wir brauchen die Wirtschaft, wir brauchen Arbeit, wir brauchen Arbeitsverhältnisse, wir brauchen Kapital. Natürlich, das ist alles nötig, damit Menschen ihre Existenz aufbauen können. Und das ist auch ein kulturell herausfordernder Lebensbereich. Der muss gestaltet werden. Das ist kein Urwald, das ist kein Catch-as-Catch-Can, jeder gegen jeden, sondern das ist ein Zusammenwirken. Aber die Ausrichtung auf das Wohl aller, auf die kommenden Generationen, auf die, die schwach sind, das läuft nicht von selber. Das muss durch starke Institutionen in eine Marktwirtschaft eingebracht werden, eine starke Rahmenordnung, aber auch die Sensibilität der Akteure in diesem Geschehen, dass es hier nicht nur um Geld geht, sondern um Würde der Arbeit, um ein solidarisches Miteinander aller in einer Gesellschaft und heute würden wir sagen, sogar um ein solidarisches Miteinander in der ganzen Welt. Und das wissen auch die Unternehmer, viele Gewerkschafter, viele Mitarbeiter wissen, das, was wir hier tun, hat Auswirkungen auf vieles andere. Etwa, wenn ich an die ökologische Frage denke, an das Klima denke, viele andere Fragen. Und da kann ich nicht so tun, das geht mich nichts an. Ich sehe nur meine kleine Welt, meine kleinen Profite, meine Interessen. Das kann nicht sein. Und deswegen brauchen wir eine Ausrichtung durch Institutionen und durch die Sensibilität der einzelnen Akteure auf das Gemeinwohl, auf die Solidarität mit allen Menschen. Als Christ sage ich zunächst einmal, die Angst ist unbegründet. Wir glauben an einen Gott, der sich uns geschenkt hat in Jesus von Nazareth, der mit uns geht. Und die Zukunft der Welt ist er, ist der wiederkommende Christus. Die Zukunft, auf die wir zugehen, ist ja nicht die Bedrohung, sondern die lebendige Begegnung mit ihm. Das heißt, ein Christ müsste als erstes Hoffnung einbringen. Es gibt immer Hoffnung. Es gibt nicht die Nacht, sondern wir müssen versuchen, die Angst natürlich, die es gibt, zu minimieren, dadurch, dass wir Zeichen dafür setzen, wir können etwas tun. Gerade in der aktuellen Situation ist das ja möglich. Natürlich kann ich als Politiker mich hinstellen und noch einmal Ängste schüren, die Bedrohung noch größer malen, ganze Menschengruppen sozusagen als Bedrohung hinzustellen. Das ist natürlich illegitim und nicht in Ordnung. Sondern wir brauchen gerade als Christen das Zeichen der Hoffnung. Wir können das, was wir miteinander hier erleben, auch gestalten im positiven Sinne. Also ich glaube, die Angst überwinden kann man nur, indem man ein Zeichen dafür setzt, dass es nicht nur Hoffnung gibt in einem sozusagen, wir wünschen uns was, sondern in den konkreten Handlungen der Menschen. Und das können wir gerade in der Flüchtlingssituation sehen, in den vielen Pfarreien, Gemeinschaften, Institutionen, in beiden Kirchen, was dort getan wird. Das sind Zeichen der Hoffnung. So überwindet man die Angst. Die Reformation ist natürlich ein vielschichtiges Geschehen über Jahrzehnte. Das ist nicht 1517, das ist ein Moment. Und die Reformation ist nicht nur Martin Luther, sondern sehr viele Akteure. Eine große Umgestaltung der Welt im 16. Jahrhundert in vielen, vielen Bereichen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf uns alle. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Reformation oder in der Nachgeschichte der Reformation von evangelischer Seite so deutlich gesagt wurde, wir wollen das ökumenisch machen, wir machen das nicht, dieses Fest, für uns ein Fest, ohne die katholischen Brüder und Schwestern. Für uns ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt nur ein Fest, sondern wir denken auch an die Kirchenspaltung, aber dass dieses Zeugnis da ist, das zusammen zu feiern, zusammen zu gedenken, finde ich sehr, sehr großartig. Und wir als katholische Kirche müssen natürlich zur Kenntnis nehmen, tun das ja auch seit vielen, vielen Jahren, dass die Reformationsgeschichte viele positive Elemente auch in die Glaubensgeschichte aller Christen eingetragen hat. Und das aneinander wertzuschätzen, wie die evangelische Kirche auch sieht, naja, die Katholiken haben auch noch den christlichen Glauben bewahrt und wir umgekehrt sagen, bei euch ist so viel Schönes auch entstanden, dafür sind wir dankbar. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade in diesem Jahr, das jetzt beginnt.